Advent, Advent, ein Lichtlein, zwei Lichtlein. Ich erlaube mir, Ihnen zwei Bücher vorzustellen in diesem besonderen, in jeder Hinsicht besonderen Jahr, das aber auch ein Jubiläumsjahr ist. Das Kasseler Schriftstellerpaar Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner. Beide wären in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und deswegen möchte ich von jedem dieser beiden ein Buch erwähnen. Das eine kennen Sie wahrscheinlich, die ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen, wenn du geredet hättest, Desdemona, 1983 bei Hoffmann und Campe erschienen, 11 Monologe, in der Ullstein-Ausgabe dann 14, die die Autoren Frauen der Kultur- und Literaturgeschichte in den Mund gelegt hat, also von Clytemnestra, Sappho über Katharina von Bora und Effi Briest bis hin zu Eva Braun und Gudrun Enslin und auch eine Ungeborene ist zu hören. Hier teilen Frauen ihnen wichtiges, unerhörtes, ungehaltenes mit, erheben ihre Stimme. Auch zum Teil ist Böses zu hören, wie etwa von der Eva Braun, der Frau von Adolf Hitler. Wir hören unterschiedliche Stimmungslagen. Es ist melancholisch, es ist wütend, oft auch mit Witz und Humor. Also es lohnt sich, das Buch nochmal hervorzunehmen und reinzulesen oder auch sich die Hörbuchlesung mit Eva Mattes vielleicht einmal anzuhören. Das als Empfehlung. Wir haben zu diesem Buch ein großes Projekt aufgelegt, ungehaltene Reden ungehaltener Frauen und Frauen im ganzen deutschen Sprachraum aufgerufen, eigene Reden zu verfassen und zu halten. 6 davon haben wir zum 10. Dezember Christine Brückners 100. Geburtstag eingeladen, dass sie gehalten werden. 119 Frauen haben sich an diesem Projekt beteiligt. Wir sind ganz überwältigt davon. Ungehalten.net, da könnten Sie sich über dieses Projekt informieren und finden dort auch die eingereichten Reden. Dann kurz zum zweiten Buch, das zu Otto Heinrich Kühners 100. Geburtstag erschien. Pummerer 100 komische Gedichte. Eine Auswahl, ein Best-of seiner etwa 660 komischen Gedichte, die er seit den 60er Jahren verfasst hat, so in der Tradition von Morgenstern, Ringelnatz, von Heinrich Heine, Wilhelm Busch. Sehr erfolgreich in großen deutschen Tageszeitungen veröffentlicht. Viele kennen vielleicht die Pummerer Verse. Ich lese Ihnen jetzt zum Abschluss einfach ein Gedicht, das in diese Zeit gut passt, vor als Anregung dieses Buch, das im Kasseler Junior Verlag erschienen ist und mit sehr schönen Karikaturen von Gerhard Glück, dem großen Kasseler Karikaturisten, versehen ist, vielleicht auf den Gabentisch zu legen. Weihernacht. 300 vereinigte Männerchöre, 12.000 Bässe, Baritone und Tenöre sangen begleitet von 770 Klavieren in der Ebene zwischen Aachen und Düren, dirigiert von einer Anhöhe des Hohen Venn, das Ganze finanziert von Pan American. 12.000 Männerstimmen also erklangen in lautloser Nacht und sangen, der Klang vertausendfacht, stille Nacht. In diesem Sinne eine heitere Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. Alles Gute.